Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Wann wird es mal wieder so, wie es nie war? In diesem Film geht es um Direktor Meyerhoff, der gespielt wird von David Strizov. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der mit seiner Familie in einer psychiatrischen Anstalt lebt. Denn auch sein Sohn ist nicht ganz gesund und hat Auffälligkeiten. Und ja, sie leben mit ihrer Mutter und zwei weiteren Söhnen, lebt die Familie Meyerhoff dann auf diesem Gelände. Und man wird in diesem Film halt durchgeführt durch die verschiedenen Lebensabschnitte der Familie bzw. der Kinder. Denn der Joachim, um den geht es ja hauptsächlich, der steht da im Mittelpunkt. Das ist der, der nicht ganz gesund ist. Und ja, man wird halt von Zeitepoche zu Zeitepoche so ein bisschen durchgeschleift, so von Kind als Teenager und dann als erwachsenerer Mensch. Und ja, man begleitet die da halt so ein bisschen so durch ihr Leben. Ja, und mehr kann man zu dem Film auch irgendwie auch gar nicht sagen, weil der Film hat für mich jetzt. Also ich war nicht in dem Film alleine drin, ich war mit einem Kollegen drin gewesen und wir haben uns auch eine halbe Stunde angeguckt und haben uns gefragt, was möchte der Film jetzt eigentlich von uns? Was möchte dieser Film? Okay, wir haben da eine Familie, okay, alles klar. Wir haben da diese ganzen Menschen, die halt nicht ganz gesund sind, alles klar. Und man begleitet die jetzt durch ihr, so ein bisschen durch diverse Zeitabschnitte. Alles klar, gut. Und mir hat da jetzt so ein bisschen dann halt so gefehlt, so ein bisschen der Charakteraufbau. Wer war dieser Direktor Meyerhoff? Was hat der gemacht, um dieses Anwesen zu bekommen? Was hat der gemacht, um diese Einrichtung da zu führen? Was berechtigt ihn dazu? Was hat er denn geleistet und so und dies und das und so? Und auch die Frau, da fehlt mir so ein bisschen so dieses ganze Hintergründige, diese ganzen Hintergründe von den Menschen. Also mir sind zwar auch bei dem Film, muss ich echt zugeben, wirklich mal für ein, zwei Minuten auch die Augen zugefallen. Ich fand den Film echt anstrengend. Aber selbst da wird jetzt nichts dabei gewesen sein, was mir jetzt den kompletten Film jetzt hier erklärt hat. Also da fehlt mir echt der Hintergrund zu den Leuten. Ich weiß nicht, also da fehlt mir so vieles in dem Film. Ich weiß nicht, es ist eine Romanverfilmung. Ich weiß nicht, ob das Buch besser ist wie der Film. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich habe ja kein Problem mit anspruchsvolleren Filmen, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Das Geheimnis der Flusskrebse vergleiche, was auch eine Romanverfilmung ist, ey, da sind Welten dazwischen. Du hattest bei Geheimnis der Flusskrebse, hattest du wusstest die Charaktere, du wusstest die Hintergründe der Charaktere, du wusstest, was sie darstellen sollten und du wusstest, was sie in dem Film zu suchen hatten. Das wusstest du bei manchen Leuten dabei, den anderen Film nicht. Keine Ahnung. Also, wenn ihr den Film anders gesehen habt und ich den Film vielleicht einfach irgendwie nicht verstanden habe, weil ich vielleicht dumm bin oder so, keine Ahnung, dann schreibt mir das mal in die Kommentare mal rein, was ihr, wenn ihr in dem Film drin wart, was ihr in dem Film gesehen habt, was ich vielleicht übersehen habe oder so. Aber ich bin aus diesem Film echt nicht schlau geworden. Also, ich weiß nicht. Also, der Film hat mir nichts gegeben. Er war zwar, ja, man ist zwar mit der Familie da durch diese Epochen gereist, hat da dieses eine oder andere Sachen da zwar erlebt, aber da war jetzt für mich jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen muss, so, boah, das hat mich jetzt richtig gecatcht oder das fand ich jetzt besonders lustig oder das fand ich jetzt besonders schlimm. Also da fehlt mir jetzt so ein bisschen so das, wo ich jetzt sage, ich bin in dem Film drin, ich fühle jetzt alles mit und dies und das und so wohl. Ne, also hatte ich nicht gehabt in dem Film. Keine Ahnung. Also entweder habe ich den Film absolut nicht verstanden, was der Film von mir wollte, weil die Charaktere haben mir absolut nicht das vermittelt, was sie vermitteln sollten. Aber was ich sagen kann, schauspielerisch ist der Film in Ordnung. Die Leute haben wirklich gute schauspielerische Leistung abgeliefert. Also wenn es an eins nicht gelegen hat an dem Film, dass der Film für mich nicht gut war, dann war es nicht die schauspielerische Leistung, denn die war einwandfrei. Was dann vielleicht eher war, ist dann vielleicht das Drehbuch, die Umsetzung, der Roman, ich habe keine Ahnung.
Also, ich bin bei diesem Film echt ratlos gewesen. Mein Kollege, mit dem ich drin war, der sagte auch, er weiß jetzt nicht, wofür er sich jetzt den Film angeguckt hat. Und das ist eigentlich schon ziemlich weird, muss man sagen. Also sehr merkwürdig. Wenn man in den Film reingeht und ratlos aus dem Film auch wieder rausgeht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ist so, wie es ist. Kann ich nicht anders beschreiben mehr. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, also schauspielerisch war der Film echt in Ordnung. Aber alles andere war irgendwie, weiß ich nicht. Mir hat so, der Bezug zu den Personen war für mich nicht so da. Die Hintergründe von den Charakteren haben mir gefehlt. Dann hat mir auch noch gefehlt so die emotionale Nähe. Warum sollte ich mich jetzt da irgendwie emotional eingebunden fühlen oder so? Also das sind so Dinge, die haben mir alle komplett gefehlt und ja, somit gebe ich den Film, weil die Schauspieler wirklich noch eine gute Leistung abgeliefert haben, gebe ich den Film, ja, komm, zwei Totenköpfe ist in Ordnung, aber mehr gebe ich nicht, weil dafür hat mir einfach zu viel gefehlt oder ich bin einfach zu blöd, habe den Film nicht verstanden. Aber wie gesagt, wenn ihr da in dem Film was gesehen habt, was ich nicht gesehen habe, schreibt es in die Kommentare und dann können wir da gerne drüber uns austauschen. Ja, das war die Filmbewertung zu Wann wird es einmal so, wie es nie war? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.